So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Leute, und willkommen zu Dead by Daylight wieder. Ich habe wieder weiterhin Bock, das zu machen. Also mehr als 1 Million kann ich gar nicht haben an Blutpunkten. Dann muss ich die langsam mal wieder ausgeben. Okay. Muss ich schauen, dass ich das kurz vor 1 Million irgendwie ausgebe. Schauen wir mal, ob wir jemanden opfern können. Als Legion. Das ist dann schon etwas doof, dass es nicht mehr als 1 Million geht. Das bedeutet, ich darf das bald mal ausgeben, aber richtig. Ich liebe mein neues ZZL, glaube ich. Zum liebsten hätte ich meine alte Setzette wieder an, aber ja. Dann wird mein Stream wieder so komplett asynchron. Warum auch immer. Aber so ist das halt. Mal sehen, wie lange wir warten müssen für eine Partie. Ah, ich find's interessant. Wenn wir nach einer Partie suchen, kann ich nicht den Keller wechseln, aber bei den Überlebenden geht das. So wie es aussieht, werden wir ein paar Minuten warten müssen. Ich glaube, da ist es dann eher doch sinnvoller, erstmal Überlebender zu spielen und dann gegen Abend Keller. Da haben wir das schon wieder. Und da haben wir was gefunden. Nice. Okay. Geht doch. Waren jetzt nur 3 Minuten oder so. Prometheus. Zweimal Mac. Schauen wir mal. Ekeltorte, what the fuck ist das jetzt gewesen? So. Wir müssen jetzt pro Partie mindestens einen opfern für die große Qualität.
Schauen wir mal, wie wir uns anstellen. Heute. Ja, schon wieder auch der Heaven-Schrottplatz, okay. Ist der AFK oder was? Aber wer ist denn nur der Paletten? Thank you.
Wie das funktioniert, ich verstehe das nicht. Warum bin ich so arschlangsam? Was zur Hölle ist das jetzt? Was sitzt sie da an? Die zwei Max. Das gibt's doch nicht, ey. Ich bin echt zu dumm zu treffen. Mann, ey. Unglaublich. Ja, der hat aufgegeben. Steckt es sich in einem Loch? Oh!
Okay, das andere Granate scheint unberührt zu sein. Das andere auch. Tja, das war's. So, wo ist der eine Mac? Ach, da ist der Bono, okay. Warum höre ich die anderen nicht mehr? Wie macht sie das? Ich bin verwirrt. Wo habe ich die andere Merk aufgeschützt? Warum höre ich die nicht mehr? Na toll. Jetzt ist sie ausgeblutet. Bitte schön. Wie können sie sich einfach so verkriechen im Moment? Die eine, die ausgeblutet ist, muss irgendein Talent gehabt haben. Ein Häppchen für den Entitus. Ah, lol. Okay, ich habe einfach mal das Doppelte als Belohnung bekommen. Opfere insgesamt hunderte Überlebende in öffentlichen Partys. Oh, cool. Was habe ich? Zwei Gold, zwei Silber. Ah, so.
Okay, ich muss jeden Überlebenden mindestens einmal festhaken. Okay. Krass. Wo ist denn die verrückt ist? Die hat am meisten Punkte gehabt. Gelegenheit nutzen. Oh nee, das ist nicht. Entscheidungsstark, vielleicht das. Nee, hä, ich verstehe das nicht. Warum konnte ich sie nicht hören? Ey, das verstehe ich teilweise echt nicht, ey. Warum habe ich ihr Geschrei nicht gehört? Wo war die, bitteschön? Die habe ich irgendwie komplett verloren. Wie kann das sein? Dreizehn, 16. Wow. Ich verstehe es nicht. Ich hätte sie irgendwo in der Nähe hören müssen, wo ich sie niedergestreckt habe, aber da war nichts, da kam gar nichts an. Ich verstehe das nicht. Wie machen die das? Ich was ausgegeben habe. Weil wir die Zeit haben. Ah, da haben wir es. Ja, das kann brutal werden.
Sehr schön, da haben wir was. Was? Back? Begovia Hunter? Das ist ein Habersnack, ah ja. Okay. Ah, alle in der Playsee. Nice. Könnte easy werden. Okay, die arbeiten jetzt mit Glück zusammen. Ach so. Oh, da schon wieder. Oh, die sind echt auf meiner Ebene. Ich hab dich bei frischer Tat ertappt. Nia Carlson. Du fasst jetzt nicht mein Ding an. Ja, jetzt macht sie schon wieder diesen Nia-Move, ey. Unglaublich.
Ernsthaft? Ah, diesmal keine einzige Chin draußen, okay. Bin jetzt leicht verwirrt. Mist. Was? Verdammt nochmal, ey. Bitte. Oh, der eine konnte sich retten, what?
Wie eine Zeit war, wirklich. Ach, wie schnell der ist, glaube ich. Wenn da nicht alles voller Blut wäre. Na, wo kann sie denn hingekrochen sein? Unglaublich. Irgendwo. Was? Was? Okay. Also so wird das nichts. Ey, wenn wir es beim nächsten Mal jetzt auch nicht schaffen, was zu opfern, dann vergessen wir die Scheiße erstmal. Wie zum Teufel kann das sein, dass sie so weit kriechen können? In der kurzen Zeit. Verstehe ich nicht. Komm.
Immer dann rennt du tot. Was wird mir da angezeigt? Wow. Hühnchen Merkpizza. Ah ja. Welche Wichse war das jetzt? Sniper Snake. Moment. Wird mir das angezeigt? Ich muss mal kurz was nachschauen. Nee, okay. Wird mir nichts angezeigt. Wer war das? Moment. Schon wieder da? Okay. Natürlich war es die scheiß Dings da, die Nier. Okay. Nier hat ja eine gespielt, die mich jetzt unbedingt anschreiben musste, um sie lustig über mich zu machen. Na, was trödelt ihr denn also?
Tja. Sind die wieder da oben zu zweit? Ach ja, die Map ist etwas verwirrend. Das gibt's doch nicht, ey. Wo war da jetzt jemand? Wow. Warum liegt der jetzt schon? Ach, jetzt versuchen sie da oben. Wenn ich da hinkomme, ich habe keine Ahnung. Ah, da ist die Treppe. Verpiss dich. Das ist so doof von dir.
Detektiv Cap. Tap. Schon traurig, hier zum Ende noch alle zu bekommen fast. Irgendjemand liegt noch. Ach da, Mac. Sorry. Ich habe euch vergessen. Ja, vielleicht kannst du noch hinkommen. Tatsache. Dein Glück, Mac. Dreimal Silber oder einmal Gold, okay. Ja. Die könnte noch stehen. Aber wow.
Ich bin immer überlegen, wie lange ich mache. Warum spinnt das wieder so rum? So, es sind ja jetzt nur noch 3 Partien, die wir brauchen. Ja gut. Das hatten wir schon eine Weile irgendwie. Auch was Neues. Unglaublich. Okay, da haben wir wieder was. Was habe ich da? Achso, Cyberpunk ist das. Yuno Gasai, wirklich? Spiel Claudette. Interessant. Und dass der eine nearby Place Gamer, sonst hätte er mir nicht schreiben können. Ist so ein Druck. Aber es sind dann wohl Leute, die es einfach zu ernst nimmt, das Spiel. So, Schutzwald Macmillan anwesend, ah ja.
Ah, das gibt's doch nicht. Was so nah an ihm dran. Ach, lauter Arme, so. Es ist auch zu spät. Ja, komm, willst du mich verarschen, Mac? Tja. Sind jetzt das langsam gerade unterwegs? Jetzt schon? Hat hier drauf gegeben. Ich dachte gerade, ich hätte was gesehen, ey. Thank you.
Nee. Sieht nicht so aus. Dann zu knapp. Das ist wie im Fluch, ey. Wie zum Teufel konnten die jetzt so schnell Generatoren machen? Einer der beiden klaut jetzt, müsste irgendwas haben. Nee, ich höre nur die Stimme, glaube ich. Naja. Wurde hier da aufgemacht. Haut ab. Ja, nur noch zwei, glaube ich. Ach ja. Nur selber.
Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich jetzt gerade hart verarschen, oder? Um 4% erhöht, kalt der Rückenschau. Aber das ist so krass ein Unterschied macht. Ich weiß nicht. Ja, hallo Anime-Kutschern. Ich bin noch ein Neuling, ja. Ich habe, so vor einem Monat richtig angefangen mit der Battle.net. Aber das sieht man nicht nur an meinem Spielerlevel, dass ich noch ein Anfänger bin. Wobei das Gameplay bei mir immer ziemlich bescheiden ist. Egal welches Spiel ich zocke. Okay, Jenny. Ja, noch viel zu lernen. Und selbst dann werde ich wahrscheinlich nicht wirklich besser spielen. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich ein Talent dazu, einfach nicht gut zu spielen. So halt bei anderen Games auch so, aber Hauptsache man hat Spaß. Und man schafft irgendwie was. Auch wenn es natürlich dann tausende andere Leute gibt, die viel besser spielen. Wenn wir warten, können wir eigentlich unsere Blutnetz weiter machen. Ja, finde ich auch. Na, natürlich. Okay. Ich glaube, Geflüster ist doch besser. Aber das zählt mir doch nicht den Überlebenden an. Okay, wir haben was gefunden. So, so. Ah ja, wäre cool. Danke für den Follow.
Ich würde ja gerne irgendwie andere Kühlung spielen, aber irgendwie bin ich gerade so in Legion drin, glaube ich. So, wie spät ist es? 2:30. Okay. Ja, Moment, ich bräuchte jetzt, glaube ich, nur noch zwei Partien, wo ich mindestens Bronzequalität beim Imprinzik habe, dann hätte ich die Herausforderung. Dann, ja, kommt drauf an, wie wir jetzt vorankommen. Dann würde ich sagen, wenn ich die Herausforderung habe, werde ich dann mal eine Stunde weg sein und dann kann ich später als Überlebender weitermachen. Bis es halt wieder abends wird. Weil irgendwann hätte ich die Archiv-Dinge schon gerne voll. Das war jetzt doof von der einen. Okay. Da habe ich die Reichweite etwas überschätzt. Sind die an diesen Generator dran? Okay. Immer die. Paletten. Okay. Sieht die ja immer auch so schnell aus den Augen. Ich habe echt kein Gefühl, als Killer. Jetzt wäre ich hier. Okay, ich treffe gar nichts mehr. Ich liebe es ja. Genauso sollte man als Killer nicht spielen. Aber ich bin noch ein bisschen zu doof dafür. Ja. Glaube ich. Dafür gibt es mehr als genug Killer, die einfach mal richtig gut spielen. So, jetzt konnte ich mal treffen. Glaube ich. Jake?
Ah, da bist du. Dachtest du, du wärst schneller? Okay, verpiss dich halt. Bevor ich den noch aus dem Griff bekomme. Dass das funktioniert, dann glaube ich. Okay, jetzt habe ich sie. Ach, Entscheidungsschlag hat sie. Hä, wurde gerade da jemand zum Ziel besessen, Alter? Ach, wegen dem Talent vermutlich. Genau das macht es, glaube ich, dieser Entscheidungsschlag. Genau, da wo ich den Temposchub bekomme. Noch eine Palette zum Zerstören, schön. Immer dasselbe die ganze Zeit. Okay. Ah, gehen die da wieder zurück, unglaublich. Ich sehe das doch, wenn ihr da zusammen einen Generator macht. Okay, die aus den Augen verloren. Wo sind die ganze Zeit? Wo muss sich da jemand in der Nähe verstecken oder zwei Leute mindestens? Ah, okay. Da haben wir einen.
Ja, ich verliere die so schnell aus den Augen, die Überlebenden, und mir fehlen gewisse Perks, damit es einigermaßen besser läuft, denke ich mal. Und ich muss auch mal lernen, mal zu treffen, unglaublich. Deswegen verliere ich die ganze Zeit, oder? Bin halt so scheiße als Killer. Ja, definitiv. Aber hey, ich spiele das ja nicht am PC, sonst wäre ich vermutlich tausendmal besser. Ja, lauft alle raus. Kommt, ich habe niemanden bekommen. Schön. Ja. Oh nice. Oh nein, in Titus verärgert. Wenn ich jetzt niemanden, wenn ich es nicht geschafft habe, irgendjemanden zu opfern. Ja, komm. Ich muss nur einmal richtig verkacken und dann bin ich wieder auf Rang 16. Mir geht's ja auch nicht darum, wirklich gut als Killer zu sein. Mir geht's einfach nur darum, die Archivmission irgendwie eins nach dem anderen abzuschließen. Das zu komplettieren. Aber ja, dafür habe ich jetzt nur noch 16 Tage Zeit, glaube ich. Bisschen mehr als 2 Wochen. Aber auch nicht viel mehr als 2 Wochen. Ich müsste generell bei jedem Spiel viel mehr lernen, damit ich besser werde, aber das ist mir scheißegal. Ich will nur spielen, damit ich Spaß habe, weil wenn ich versuche, besser zu werden, dann reg ich mich ja nur auf. Und dann verliere ich den Spielspaß. Allerdings ist es auch schon langsam echt nervig, wenn man stundenlang an einem Archivmission festsitzt. Naja. Ich glaube, ich mache jetzt noch eine Partie und wenn ich es da wieder nicht hinbekomme, irgendwas zu opfern oder eine Bronzequalität halt zu haben für meine Herausforderung, dann werde ich so gegen Abend weiter Killer spielen. Und danach eine kurze Pause als Survivor weitermachen. Da habe ich auch noch so viele Herausforderungen, die ich abschließen muss. Kennst du nur zu gut mit den Aufgaben? Okay. Oder wie viele Tage haben wir noch? 17 Tage. Ja. Gruppe 27, das wird eng. Wenn nicht unmöglich. Aber mal schauen, wie weit wir da überhaupt kommen. Wenn wir uns da jetzt aktiv dran setzen werden. So, ja, ich könnte ja nicht mit Blutnetz weitermachen.
Habe ich die anderen Talente schon übertragen? Und da haben wir es. Was ist deine aktuellen, Tom? Hab Hunger. Ah ja. Ah, alle wieder nur am PC. Muss ich schauen. Irgendwie finde ich es blöd, dass die Obergrenze von den Blutpunkten 1 Million ist. Da kann man nicht erstmal Blutpunkte so richtig sammeln und bevor man die ausgibt, die muss man eigentlich ziemlich bald ausgeben. Damit man wieder welche sammeln kann. Und wo landen wir jetzt wieder? Code Wolf Farm? Moment, ich habe nicht auf die Hauptprogramme geschaut, aber. Kann gut sein. Nee, wieder Autoheaven Schrottplatz, ey. Ja. Seit ich aktiv Killer spiele, lande ich irgendwie immer nur hier oder im Code Wolf Farm. Aber hauptsächlich hier im Autoheaven Schrottplatz. Hat das irgendeinen Vorteil für die Survivor, wenn die diese Map haben? Ja. Ich hätte ich etwas gehört. Achso. Autoheaven wurde überarbeitet. Ah ja. Und deshalb lieben es die Survivor oder wird es einfach zu viel gerne genommen vom Spiel? Haben die mir wieder ein Totem zerstört? Ich bin erstaunt, dass ich jetzt zweimal easy getroffen habe. Ich war nicht ganz fertig gerade. Ah, irgendwie hat jeder auch Selbstversorger. Das ist ganz einfach. Seine Spuren zu verwischen.
Ja. Also sobald ich Keller spiele, habe ich irgendwie nur das Autohaven-Schrottplatz. Das hat noch getroffen, wow. Ja, ich weiß. Aber wenn du die Selbstheilung bei dir durchführst und das wieder gesund bist, dann hinterlässt du ja keine Blutspuren. Hat generell weniger Spuren, wo man dich auffindet und schreist dann auch nicht in der Nähe vom Killer. Beziehungsweise die ganze Zeit. Kannst dich halt da dann halt besser verstecken. Ja. Ich bräuchte das von Krankenschwester. Dann würde ich die vermutlich leichter finden. Hey, die brauchen nur noch einen Generator. Was ist denn jetzt ein Haken? Ach komm, warum ist denn das jetzt so weit weg? Ja, komm, hau ab. Wow. Probleme, die andere Killer nicht haben. Dass sie immer instant in der Nähe von einem Haken sind, wenn die einen Überlebenden niederstrecken. Jetzt kommt die nächste mit den Taschenlampen, alles klar. Was? Ey, unglaublich. No. Dich bekomme ich jetzt. Ach nicht. Nee, okay. Das habe ich jetzt schon wieder verkackt. Das musst du mir nicht sagen. Genau wie ich, welches so wegen solcher Sachen verkacke ich als Killer einfach. Lass mich zu sehr von der einen aufhalten, während die anderen in Ruhe den anderen Generator machen können. Ja, fick dich doch, ey. Ja, weiß ich. Oder kann ich niemanden in den Todesstatus versetzen?
Ach ja. Jetzt wäre ich direkt bei der Palette gewesen. Egal. Manchmal frage ich mich ernsthaft, wie ich da auf Rang 15 gekommen bin. Teilweise sehen die Partys genau so aus und dann wiederum habe ich jetzt schon mal hinbekommen, dass ich alle getötet habe, wo ich fast ein perfektes Partie hatte. Mit 31.400 Punkten. Und viel schöner in der Sache. Ja, was kannst du mehr, ey. Die Herausforderung werde ich jetzt auch nicht schaffen. Moment, ich bin jetzt auf 16 runtergefallen, ja. Sehr schön. Ich bin echt dumm geworden. Jetzt schon ganz zusammen. Aktueller Vollerant. Dann müsste ich die Fäule spielen, dein Hinterwäldler glaube ich auch. Okay. Da muss ich nie Carlsen spielen, ernsthaft. Drei. Fünf. Oh. Ja. Definitiv der Hinterwäldler. Ich sag, oder? Verstörend habe ich glaube ich auch irgendwo gelesen. Wer hat denn verstörend? Ach, der hat überladen, der Doktor. Achso.
Nee, Moment, ich glaube, Moment. Das ist ja ein Talent, was irgendwie jeder hat. Ah, Tatsache, das gibt echt nur Blutpunkte. Aber beim anderen habe ich doch auch was bekommen. Oder? Auch nicht. Hä? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Da muss ich ja jetzt überleben, das Spielen hauptsächlich. Okay. Ich glaube, bei der ersten Seite war ich auch noch nicht ganz fertig. Nee. Naja, da was immer auch nötig ist. Ach ja. Eigentlich wollte ich ja mit der Legion Blutpunkte sammeln, über die Archivauswahl und damit den Spalt etwas zu leveln, damit ich dann halt durch die Blutpunkte anderer Killer und Überlebende aufwerten kann, damit ich die dann später besser spielen kann oder halt die Talente da richtig usen kann. Ja. Irgendwie sind die Blutpunkte ziemlich schnell aufgebraucht und man kann leider nicht mehr als 1 Million haben. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich bin jetzt mal für 1 Stunde weg oder so. Und dann werden wir, denke ich, als Überlebende weiterspielen. Da kacke ich fast noch mehr ab oder kann vielleicht was reißen, keine Ahnung. Man sieht sich hoffentlich wieder. Und habt noch einen schönen vierten Advent. Wenn wir uns nicht mehr sehen, später.